Dann wird halt jetzt Guitar Hero gespielt. Das Street Signet. Machen wir. Und zwar mit Bass, Schlagzeug, Lead, Gitarre und Gesang. Nee! Mach halt dich! Oh, okay. Fangen wir direkt mit dem AIDS an. Was ist eigentlich Street Ignite? What? Ich will es eigentlich nicht, aber ich mach's trotzdem. Kann ich eigentlich hier? Kann ich tatsächlich, das ist gut. Schlagzeug, Leadgitarre sind die ersten beiden Missionen, okay. Hab ihr gehört? Wir machen Dinge, die wir eigentlich nicht machen wollen. Ja! Genau! Ich gucke mir den Schwierigkeitsgrad an und denke mir so, fickt euch, Alter. Oh boy. Och nö. Es kann ja nur schief gehen. Ach du Scheiße. What did I sign up for here? Let's go. Yo, we won't be beat for a mutant ninja in NYC. Yeah, it ain't no feat. From the sewer to the street. Wollen wir noch side read, weißt du? Ja, das wird ganz schlimm. Wo ist der Haken bei dem Lied? Sorry, aber können wir mal kurz darüber reden?
dass dieses Lied mit Abstand nicht diese Wertung verdient hat. Weißt du, das ist so ein Lied, das würde ich tatsächlich als 2 Balken maximal bewerten. Nicht als 5er Schlagzeug. Kommt er damit? Okay. Way too easy, I'm sorry. I'm fucking sorry, but that's not... Oh? Oh? I'm... Oh? Ich werde nicht sagen, aber das war ein perfect run. In a Barbie world, life in plastic. It's fantastic, you can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come Barbie, let's go party. I'm a Barbie girl, in a Barbie world. Life fantastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Das war viel zu Butters Move gerade. Don't expect that one. Oh, that's it. Okay. Spiele Songs mit dem Schlagzeug. Ja, das werden jetzt 4 Stück und danach nie wieder. Sagt er und tut's dann doch wieder. Nun. Ja, 2 verpasste Noten, 6 falsche Noten kann passieren. Vor allem die 6 falschen Noten entstehen, wenn man aus dem Groove rauskommt. Flowers von Miley Cyrus, let's go. We were good, we were gold. Kind of dream that can't be sold. We were right. Granted, unsere Sängerin passt zu Miley Cyrus. Built a home and watched it burn. I didn't wanna leave, I didn't wanna lie.
chillig. Kacke! Jetzt haben wir's. Ich wollte gerade keine Rückentasten verwenden zum Spielen. Das kommt euch nur so vor. Zeitread-Modus. Bah! Das war eklig. I. Das Ende war eklig. Okay, aber war eklig. So. Sag an. Was nächstes? Nothing's alright. Witch Gang kenne ich noch nicht mal, glaube ich. But we will see. Also kriegt man auch seinen Battlepass fertig. Hola. Kevin, ich mach mich dann jetzt aber auch wieder vom Acker, ne? Jo, viel Spaß mit WoW. Danke, danke. Viel Spaß dir noch mit dem, was auch immer du machst. Fortnite aktuell. Eieieiei. Festival alleine. Viel Spaß. Danke, ciao. Ciao. Können wir kurz drüber reden, dass das wieder nur eine Zweierwertung für das Drumset ist? Und dass die Teenage Mutant Ninja Turtles vorhin eine Fünferwertung waren? Das ist so ein Ding, wo ich halt echt Fokus reindrücken muss, ne? Nothing's alright, it's alright. Nothing's alright.
Ah, eklig. Ekelhaft. Mic drop und lief erstmal. Cool. Ja. Frisch gebadet ist doch halb gewonnen. Okay. Sure. What do you mean? Ah, so spinnt. Einmal kurz. Charakter. Ich würde gerne. Ah ja, warte mal. Ich hab für. Ich brauch noch mal einen Charakter extra für. Und vor allem. Rasier rein. Oh, warte mal. Bearbeiten. Ich mag sie. Hope ist echt cool. Brauchst du nicht? Brauchst du auch nicht? Wenn. Oh, komm, wir haben doch mit Sicherheit was Passendes für sie. Jo. Ah. Definitiv nicht. Für sie. So was zum Beispiel. Birdie. Ehrlich? Kann ich das Ding bearbeiten? Ich raten, das war so ein Season-Ding. Yo! Jerry unterwegs, why not? Auch cool. Ja. Klar, ich pack mir einfach einen Rocket Racer am Rücken. Na, oder einen Greifautomaten. Ja. Das Schwert. Bis Rucksack eigentlich auch. Lama. Because it makes sense. I mean, that could be some kind of backpacks. Aber nee. Der fucking Proteinshake. Also Proteinpulver. Let's go. Warte mal. I mean, why the heck not? Nee. Jedwig, Junge. No.
Die sind schon nicht schlecht. Sieht doch Farbe von ihr. Auf der anderen Seite, wir brauchen was Nützliches, ist sie, also von daher. So, Waffe. Jetzt kommt das Problem. Die meisten, wenn ihr. Klar! Ich schlag Leute mit Ponchos weg. Logisch. Ich bin kein Freund von solchen Macheten. Auch cool. Tatsächlich, die sind besser, weil die theoretisch ausfahren. Was haben wir denn für Variationen? Wir haben Single kleine, wir haben das große, wir haben die Akimbo mittleren. Ganz klar. Böse Dinger, auf dem man surft. Ich glaube, bei dem sitzt sie drauf. Sitzt sie auch drauf. Steht man dann gleich drunter? Steht man drauf? Da gleitet man drauf. Und auch dran, soweit ich weiß. Ist schon fancy, der Gleiter. Macht nur rein, ne? Ja. Hängt man halt auch wieder dran. Ehrlich? Ich. Bitte was? Ja. Ja, was zufällig, genau. Nein! Nein.
Tatsächlich passiere ich sie jetzt komplett mit allem. Music-Ding. Why the heck not? So, Gäste muss auch dabei sein. Slash Festival. Ich bin denn hier so schnuckelig. Bra. Ich glaube, ich habe mich gerade schon verliebt, tatsächlich. Markierung für sie. Mega. Das ist geil. Gut, nichts gibt für das gute alte Metallic Blau, ne? Nicht schlecht. Auf der anderen Seite muss man auch gestehen, Hope ist ja eigentlich... diesen Charakter, das heißt, sie müsste eigentlich eine eigene Lackierung haben. Ich weiß auch, dass sie nicht zu Hope gehört. Ich weiß, zu welchem Charakter die eigentlich gehört, Lecker. Das ist schon sexy. Ich gestehe. So, jetzt gucken wir mal kurz. Battle Pass. Oh, sag mal an. Welche Seite war sie? Ah, sie ist sogar unsere Katzenlady. Stimmt. Zu ihr gehört das Katzen. Sie hat aber clean keine Lackierung für die Waffen gekriegt, sehe ich gerade. Das gehört sogar zu ihr. Lol. Was ist ihre Waffe? Ja, weiß er nicht. Sind unter den Bonusbelohnungen irgendwie eine Lackierung für die Waffen?
Doesn't look like it. Eigentlich muss ich das hinkriegen. Dort muss ich jetzt nicht kommen, Auftragsbelohnungen. Wenn ich wetten müsste, ist das ihre Lackierung. Oh, Bruder. Ich will unbedingt sie haben, ne? Ist halt schon anders cool. Noch eine Match-Herausforderung. Wir haben ja noch ein paar Sachen zu machen in Fortnite. Also, Rinder. Was hat eigentlich mein Stream? Ist der inzwischen mal abgekackt? Minuten nochmal abgeschissen. Passiert! Und Not. Also Leadgitarre jetzt, okay. So. Ah. Verdiene Bandsterne. Spielen von vorgestellten Songs. Das ist natürlich doof. An der Stelle. Das ist natürlich doof. Aber. Da müsste ich damit anderen Spielern spielen. Ah. Kennen die denn noch? Eine Woche. Mal gucken, ob ich die Tage nochmal mit Julia spiele zum Beispiel. Das wäre da so eine Idee dafür. Ganz wichtig. Da ist es das Lied rein. Und dann noch so alles an vorgestellten Songs. Einfach. Hatten wir zwar schon, aber. Die sind schon ein schräger Haufen gewesen, die Leute, ne? So ähnlich. Willst du noch? Achso, Blinding Lights habe ich so freigeschaltet dabei, was? Da kommen ja wieder Miley Cyrus aus Prinzip. Ja? Strong unterwegs, das, die ganzen Lieder. Bin mal gespannt, ob Gitarre wirklich so schwer ist, wie es da dargestellt wird, aber ich bezweifle es irgendwo. Oh, neu die Gitarre. Nein, ich kaufe mir nicht die von. Let's go. Yo, we won't be beat for a million ninjas in NYC.
Scheiße. Was für eklig. Unser Sänger ist ein fucking Pferd. Oh Gott, no. Um die Turtles zu zitieren, Kawabunga! Auch wieder genäht. Ist aber keine perfekte, oder? Ja. Hab beide Note falsch gespielt, das war doof. Aber zumindest ein 100% Run. Da wollte ich hin. Das wird jetzt lustig. Ich weiß noch nicht, was dieses Us sein soll, was wir da freischalten, aber ist egal. I've seen the devil down sunset in every place, in every face. Yeah. Yeah. Tell me, do you see her? She's living her life. Even if she acts like she don't want the limelight. But if you then she acts surprised. Oh, oh, I know what she needs. Oh, she just wants the fame. I know what she feels. Oh, give her like this, running back to me. Oh, so full. Warte mal, da hat The Weeknd mit einer Frau kooperiert in dem Lied? Das ist aber auch selten. Hat aber eine angenehme Stimme, die Lady. Begging on her knees to be popular. That's a dream to be popular. Kill anyone.
Ja, 2 verpasste Noten. 2 versetzte. Das waren halt die ich zu früh angespielt habe vorhin. Bojack Horseman in Rainbow Style, Alter, als Sänger. Kann mir nichts Schöneres vorstellen. Psst. Och. Schlimm ist, jedes Mal, wenn ich dieses Lied höre, muss ich an Forza Horizon denken, warum auch immer. Anders eingeschissen gerade. Oh,
Schönes Outro. Warum auch immer jetzt unsere Teammitglieder gelieft sind. Irgendwie ist irgendwie schon interessant, was für eine Message Miley Cyrus dahinter hat hinter dem Lied, ne? Wenn wir mal ehrlich sind. So richtig verstehen tue ich es nicht. Worauf füllt sie hinaus mit dem Lied? Das ist so nach dem Motto, Romantiker braucht man nicht. Romantiker sind überbewertet. Is that where she's going for? Ich habe keine Ahnung. Bin ich ehrlich. So. Ich weiß auch nicht, was dieses Us sein soll. Keine Ahnung. Wofür ist es da? Kein Plan. So, mit Bass und Gesang will ich das Lied nochmal spielen. Okay, das heißt, wir machen eine Bass- und eine Gesangsrunde. Am Arsch. Mit Sicherheit nicht. Er will mir aber auch das Drumset reindrücken, ne? So auf anders Hass. By the way, Bass und Gesang, dann fangen wir mit Gesang an tatsächlich. Barbie Girl. Nee.
Ja. Zu easy. Sonst noch? Ah ja, war ja noch. Ups. Hab ich ja jetzt vergessen. Let's go. Ah, ich hätte das erste Lied sein müssen in der Liste, aber ist egal. Nehmen wir es jetzt als letztes. Arschlecken. Cooles Mike. Oh, wie sie auf dem Mikro chillt. Ich schwebe wieder. I'm a Barbie girl in a Barbie world. Life in plastic is fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go party. I'm a Barbie girl in a Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Da bin ich wieder raus. Ich finde es nebenbei gut, wie unser Ken jetzt das Pferd ist. Passt. Alter, geht die ab. You can touch, you can play, if you say, I'm always yours. You can touch, you can play, if you say, I'm always yours. Come on, Barbie, let's go party. Yeah. Come on, Barbie, let's go party. Well, come on, Barbie, let's go party. Yeah, come on, Barbie, let's go party. Well, come on. Fuck! In the Barbie world, life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie girl. Nah. Barbie, let's go party. Come on, Barbie, let's go party. Come on, Barbie, let's go party. Können wir mal kurz darüber reden, dass dieses Lied einfach hardcore versaut ist eigentlich? Und es halt zu 0% zensiert wird? Aber wenn es dann um Fuck, Shit oder meinetwegen um das N-Wort geht, dann wird alles zensiert. Wir können uns glücklich schätzen, dass wir kein Lil Nas X-Lied haben bisher. Oh boy. There's a lot of stuff to be censored. Jesus. Olivia Rodriguez. Nicht Rodrigo, Rodriguez. Wichtig und richtig. Rein da. Good for you. I guess you moved on really easily. You found a new girl and it only took a couple weeks. Remember when you said that you had to give me the world? Come on!
Den habe ich gittet. Getting everything you want. You bought a new car and your career's really taking off. It's like we never even happened, baby. Tell me what is what's up with that? And good for you, it's like you never even met me. Remember when you swore to God I was the only person who ever got you? Well, screw that and screw you. You will never have to hurt the way you know that I do. Like a damn saucy your path. Ich find's witzig, wie du bei Gesang und bei Bass anscheinend, das ist so das, was ich gerade so ein bisschen rausbekomme, einen mal 6er Booster hast, anstatt nur mal 4er. Was irgendwie weird ist, wenn ich bedenke, dass du extrem viele Noten bei den meisten Songs hast. But I take it. I take it. Nothing's alright.
relativ slow das Lied tatsächlich. On fire! That's what we are. Let's go! Turtles! Let's go! Yo, we won't be beat for mutant ninjas in NYC. Yeah, it ain't no feat from the sewer to the street. Let's go. We're trained to fight. Any evil's gonna pay the price. We got a top class team so tight, right? You know we bros for life. Stay up, down to fight. Hit the kick pile like dynamite. We're inbound, gonna ride tonight. Roll across the floor, then we out of sight. That's what we do. Four bros right by, gon' slide on through. This ninja issue, there's nothing you can try to do. It's full send. Don't test these ninja moves. Green. Half shell crew, we got no time to lose, can't do. Face masked up in the avenue, these high flying dudes surf slides move. Shells up, now you crack spinning. Low pad, no mat, we winning. Cool master, lead the way. Enemy stacked up for defeat again. We got half shells and the beats are fly. Wait for nobody but the peace of God. Go ninja, we save the day. Fight the full clan, then we break away. Come on, cowbunga. We hear like lightning out of sight like thunder. Number, but still on top. Until the streets are safe, we won't stop. Let's go. Yo, we won't be beat for a mutant ninjas in NYC. Yeah, it ain't no feat from the sewer to the street. Let's go. We're trained to fight. Any evil's gonna pay the price. We got a top class team so tight, right? Leo, Ralph, Donnie, and Mike. Kane and 4 Deep serving up. Now they all are showing love. Leo's like our leader. Fact. Is a brainiac. Two bites of slice, yikes. Both slices, my Donny, Alter, was ist das für Spitzname für Donatello? Four guys fight, got the fire on. Leonardo, Michael, Donatello. Time to defeat Shredder. Besser. From the sewer up to the tower. We cause mayhem, turtle power. We rock shells for life. On the rooftop, yo, we rule the night. Let's go. Let's go, yo, we won't be beat for mutant ninjas in NYC. Yeah, it ain't no feat from the sewer to the street. Let's go, we're trained to fight. Any evil's gonna pay the price. We got a top class team so tight, right? Yeah, you know we bros for life. Cowbunga is the anthem. Ninjutsu is the way. How did we get so handsome? Turtles here to stay, laid back and cheesy, saucy living easy. Any way you slice it, turtles move so speedy. Oh yeah, that team you know so well. Yeah, heroes in a half shell. Was sonst mit drin, die ich eigentlich hätte erwartet, dass sie noch mit drin sind, aber sind sie nicht. Komisch. Ah, scheiße, da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte doch zurück zur Backstage. Kacke. Egal. Oh! Die Gitarre ist eine Bass. Scheiße! Das ist eine Bassgitarre? Oh. Oh, wait.
Wait a minute. Das ist so ein Ding, was mich bei dem Fortnite Festival echt ein bisschen abfuckt. Achso, warte mal, da. That's the thing. Alright. Hier so. Okay. Ich meine, ich muss ja gestehen, so einen Shredder zu kriegen wäre schon cool. Shredder ist ein cooler Charakter. Aber. Als würde ich mir dafür jetzt noch irgendwann extra 1000 V-Bucks kaufen am Arsch. Jetzt weiß ich auch, wofür ich den ganzen Us brauche. Ah. Ach so, ein Gleiter hier. Hat schon Style, gebe ich jetzt zu. Jetzt habe ich auch, wofür ich einen Us brauche, okay. Ha! Wird drüber. Machen wir jetzt viel mit diesen komischen Spezialpässen, ne? Hart. Wie viel Geld wollen sie noch einspielen? Fortnite, ja. Super schöner Lego-Style. Ah. Ist schon eine coole Lego-Figur. Ich glaube, die Gitarre haben tatsächlich. Die Bandstelle muss ich noch machen. Kacke! Ah, oh, ich muss also definitiv die Tage nochmal mit dem spielen. Dringendst. Ich muss Julia das Spiel reinfreiwilligen, aber ganz dringend. Gut, dann gehen wir nochmal in die Bassnummer rein. Ich mag Hope. Hope ist cool. Das Problem ist jetzt, nehme ich jetzt die Shredder-Gitarre oder nehme ich die normale Gitarre? Momentan habe, also von dem Bass her. Weil. Right. Ein Tastatur macht die Mid-Party, da war ja was. Wir sind jetzt Bass spielen, ne? Einfach aus Prinzip. Also erstmal, logischerweise, bevor wir es vergessen. So, dann nehmen wir noch einfach Clean the Weekend komplett mit, was wir können. Das heißt, das kommt noch mit. Und was haben wir noch von The Weekend? Wir haben noch ein Lied von The Weekend, aber das nicht vorgestellt. Naja, nee. Okay. Golden Elton John mitnehmen. Ich könnte Witch Gang mitnehmen. I guess we go Miley again. Aus Prinzip. Ich meine, wir müssen eh nochmal ein Schlagzeug spielen, ne? Theoretisch. Ich will drei Songs mit Schlagzeug. Jetzt kriege ich eine Gesangs-Challenge. Are you fucking kidding me right now? Wow.
Ich werde gleich was machen, was ich bereuen werde. Wir enden die ganze Nummer hier jetzt richtig räudig. Und zwar, indem wir gleich nach dem Ding hier wieder aufs auf Schlagzeug wechseln. Ich ja. Okay. Zu eurer Info, dieses Let's Go von ihm, also von dem Sänger, erinnert mich die ganze Zeit an irgendwas anderes. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was ist es? Jetzt weiß ich es wieder. Es ist Hell Yeah. Ich glaube, der hat das Lied auch davon gesungen. We can't check it, but it sounds pretty similar. Hey, auch so ein Spiel, was ich auch mal wieder spielen müsste. So, ein Onstream-Projekt wäre schon geil. Weil Hell Yeah ist cool. Was ist auch schon ewig, gebe ich zu. So. Als nächstes, wir werden tatsächlich wechseln auf. Kann ich? Schlagzeug wechseln tatsächlich. Kann ich Modes machen? Okay. Ich werde es bereuen, was ich jetzt gerade tue, aber ist egal. It's for the weekly. Yeah.
Oh Gott. Wenn ich hier schon so reinscheiße, ne? Eieieiei. Oh wow, really? Habe ich das gerade ernsthaft komplett fehlerfrei gekriegt? Wow. Wow. Jesus. Wow. Also, dass ich das Ending, das gerade hingekriegt habe, ich bin hart überrascht. So hart überrascht, Alter. Oh, der. Hat trotzdem 9 verpasst und 2 falsch, aber hey. Das Ending habe ich flawless hingekriegt. I've seen the devil down sunset in every place in every face. Wir haben 2 Drumsets laufen. Hoppala. Wir haben keine Bassgitarre mehr.
find's auch geil, wie unser Leadgitarrenspieler und unser Drumspieler Zwillinge sind. Hab ich auch noch nicht gesehen, dass die zwei das gleiche Character Model nehmen. Für Lobby. Das sind Noten, die ich jetzt so nicht erwartet habe. Aber okay. So, wir haben die vorgestellten Songs fertig. Jetzt werden wir noch reingeht, einen Drumset so und dann sind wir eigentlich so questtechnisch so relativ durch. Was soll ich meine Quests aktuell? Keine Ahnung. Kann ich nicht gucken. Belastend. Ah. Nächstes und erstmal letzten Song, würde ich sagen. We were good, we were gold, kind of dream that can't be. Eric Astley passt ganz gut. We were right till we weren't, built a home and watched it burn. I didn't want to leave, I didn't want to lie. Started to cry, but then remembered I. Kurt bin drin, war Assi. And
war der fies. So, und Kev? Was gibt's nachher zu Abendessen? Tatsächlich, schwierig. Es steht zwischen zwei Sachen. Entweder Sandwiches oder Nudeln mit Bratensoße. Also, nichts Besonderes. Quasi. Odo. Zurück zur Lobby. Ja. Das ist aber auch fies, die Frage mitten im Song zu stellen, ne? Das ist dir schon klar. Eine 100-Noten-Serie und 3 Songs mit Gesang. Ne, machen wir demnächst. Ich koch gerade Wasser auf. Mach mir den letzten Rahmen, den ich bei dir im Asia-Store geholt habe. Gönnung. Da wird dann noch ein wenig Erdnussöl hinzugepackt. Bei Ei reingerührt. Den gerösteten Sesam drüber. No. Gönn dir. Ja, wie gesagt, bei mir ist es relativ simpel. Ich bin aber auch zu faul, um nicht zu kochen. Komm dazu. Geschweige denn, dass ich ungern mit frischen Zutaten arbeite, bin ich mal ganz ehrlich. Ne, da wollte ich nicht hin. Stop it! I don't care. Da rein. So, dann wollte ich auch den Spind ändern. Ich wollte nämlich nicht sie haben, ich wollte wieder er haben. Meine Ära-Lackierung. Kann ich sagen, die Shredder-Bass ist schon cooler. Den Trash da. Da haben wir ja bald eine coole Gitarre. Drumsets, habe ich nichts Spezielles, schade. Könnte auch spannend werden mit dem Game-Mode. So, kenne ich. Bin auch ein Fan der schnellen Küche. Aber manchmal koche ich sogar was Vernünftiges, nicht nur diese Fertigkram. Nee, kommt bei mir nicht. Contra Catwalk Hope, ja, da komme ich noch drauf zu. Popular, The Weeknd, Madonna und Playboi Carti. Schaut euch Popular auf der Festival-Jam-Bühne an. Das Musikvideo zur Hit-Single Popular. Ach, dafür ist die Ecke da hinten da. Okay. Driftboards. Cool. Splitter. Als Lego-Figur schon ganz cool, granted. Neue Jam-Songs. Es gibt neue Jam-Songs von Aqua, Miley Cyrus, The Weeknd, Madonna und Playboi Carti. Witch Gang und Epic Games. Epic Games, make it known. Make it known? Als ob wir schon wieder bei Anime angekommen sind! So. Man merkt richtig, wie Musikerinnen halt von ihrem Musikstil echt sich entwickeln, ne? Gut, egal. Aber speaking of Essen, guter Call-Morph. Suppenpulver ist rot. Uh-oh. That's gonna burn! Diese Enttäuschung. Rück ins Zelt. Peace.